Guten Abend, meine Damen und Herren, an Ihren Bildschirmen. Sind Nahtoderfahrungen Hinweise auf eine verborgene Wirklichkeit und auf ein Leben über den Tod hinaus? So lautet das mir gestellte Thema, das ich im fünften und letzten Teil etwas erweitern werde, hin zu mystischen und anderen Transzendenzerfahrungen. Entschuldigung. Vor einiger Zeit sagte mir ein junger Mann, gestern sei sein Schwiegervater auf dem Weg zum Einkaufen tot umgefallen. Wir lassen ihn einäschern und streuen die Asche vor Rügen in die Ostsee. Das war's dann, fügte er noch hinzu. Wirklich? War es das? Kommt danach nichts mehr? Höchstens das Wiedereingehen in Mutter Natur? Oder vielleicht ein Hineinsterben in eine ganz andere Dimension? Gibt es irgendwelche Anhaltspunkte dafür? Wir wissen, unser Leichnam wird verwesen und in andere organische Prozesse übergehen. Das Materielle verschwindet also nicht einfach. Es löst sich nicht in nichts auf. Aber, und das gibt zu denken, da war doch noch etwas gewesen. Eine Person mit Sehnsüchten, Schmerz, Liebe, Verantwortung, vielleicht auch Gemeinheit und vielem mehr. Mit welchem Recht, so fragte Karl Rahner, behauptet man eigentlich, dies alles sei einfach aus der Wirklichkeit ins reine Nichts abgewandert, verdampft, aufgelöst? Beim materiellen Körper ist das, was da war, nicht einfach verdampft. Warum soll es das, was da noch war, die Person, einfach schlechthin nicht mehr geben? Warum soll es aus sein? Weil wir davon hier nichts mehr merken? Ein schwaches Argument. Eigentlich folgt daraus nur, für mich, den Hinterbliebenen, ist der Tote nicht mehr da. Aber ist er darum selbst nicht mehr da? Muss er für mich, für uns, in unseren Dimensionen da sein, um zu sein? So fragte Karl Rahner. Fragen wir weiter. Ist es begründet denkbar, dass eine Person aufhört, einen materiellen Körper zu haben, ohne dass sie aufhört, als Person zu existieren? Was heißt Person? Was ist es, was eine Person ausmacht? Was macht sie zu dieser bestimmten, einmaligen Person? Was muss über den Tod hinaus bleiben, damit diese bestimmte Person XY bleibt, nicht eine Kopie von ihr, sondern dieselbe Person, die identische Person? Also erster Teil, was macht die Identität einer menschlichen Person aus? Sicher nicht äußere Merkmale, wie ihr Aussehen oder ihre soziale Stellung. Die können sich ändern. Auch nicht die materiellen Bestandteile ihres Körpers. Die werden alle 7 Jahre mit der Umgebung ausgetauscht und die Person übersteht diesen Wandel der materiellen Bestandteile ihres Körpers, ohne ihre Identität zu verlieren. Auch ihre Körpergestalt kann verunsichern. So bleibt ein Schwierig. Dennoch selbst. Das Selbst verliert man nicht, sagte ein Palliativmediziner. Und es gibt viele Belege dafür, dass demente Menschen viel mehr wahrnehmen, als die Umgebung ahnt, auch wenn sie es nach außen nicht zeigen können. Also, was macht durch alle Veränderungen hindurch die Identität einer menschlichen Person aus? Was macht sie zu dieser bestimmten, unverwechselbaren Person? Dies, dass sie über eine ihr eigene erste Personperspektive oder Ich-Perspektive verfügt, über ein ihr eigenes Erleben, sich empfinden, Selbstgefühl, Selbstbewusstsein und ein ihr eigenes Wahrnehmen ihrer Umgebung. Meine eigene Erfahrung und Ich-Perspektive gehört unvertretbar mir allein und sonst niemandem. Andere Personen können sie lediglich aufgrund analoger Erfahrung, in begrenzter Weise können sie sich in meine Ich-Perspektive und mein Selbstgefühl hineinzuversetzen versuchen. Und Hirnforscher können bei Versuchspersonen nur neuronale Aktivitäten im Gehirn beobachten. Aber Korrelationen zu inneren Erlebnisgehalten dieser Personen können sie nur herstellen,
wenn diese Versuchspersonen selber ihnen von ihren inneren Erlebnisgehalten erzählen. Nun behaupten manche Hirnforscher, so jüngst wie der Gerhard Roth, diese Ich-Perspektive, meine eigene Erfahrung, mein Bewusstsein sei unlösbar an mein funktionierendes Gehirn gebunden. Wenn die biochemischen Prozesse im Gehirn, wenn die elektrischen Hirnströme erlöschen, dann erlösche auch das Bewusstsein des Menschen und damit verschwinde das Ich, es sei aus mit der Person und ihrer eigenen Erfahrung. Aber woher wollen wir das wissen? Andere Hirnforscher sagen deshalb, eine solche Aussage, dass mit dem Erlöschen der Hirntätigkeit auch das Ich, die Person, erloschen sei, ist eine unerlaubte Grenzüberschreitung. Denn dafür gibt es hirnbiologisch keinen Beweis. So viel ist sicher. In unserer materiellen Welt sind menschliche Personen an einen materiellen Körper und sein Gehirn gebunden und von ihm abhängig. In unserer materiellen Welt sind wir in einem materiellen Körper realisiert. Aber menschliche Personen sind mehr als ihr materieller Körper und ihre Gehirnaktivitäten. Wir können zum Beispiel auch Einfluss nehmen auf unser Gehirn. Es ist plastisch, so oder so formbar, dadurch, dass ich bestimmte Dinge immer wieder tue und andere nicht tue. Menschliche Personen sind mehr als ihr materieller Körper und ihr Gehirn. Also nochmal, ist es denkbar, dass eine Person aufhört, einen materiellen Körper zu haben mit funktionierendem Gehirn, ohne dass sie damit aufhört, als dieselbe Person zu existieren, mit der ihr eigenen Ich-Perspektive, mit Selbstbewusstsein, Wille, Bezug zu anderen und zur Welt, dass sie aufhören könnte, einen materiellen Körper zu haben, ohne dass sie damit aufhört, als diese bestimmte Person zu existieren. Das wird besonders durch ein Phänomen nahegelegt, das heute verstärkt untersucht wird, durch sogenannte Nahtoderfahrungen und Außerkörpererfahrungen. Ich frage also im längeren zweiten Teil, sind Nahtod- und Außerkörpererfahrungen Indiz für ein vom Körper ablösbares Personensein? Eine Vorbemerkung. Für dieses merkwürdige Phänomen Nahtoderfahrungen gibt es extrem gegensätzliche Deutungen. Herr Leser hatte sie anfangs schon angedeutet. Esoteriker reden vom Blick nach drüben, vom Beweis für Jenseits. Dagegen ist zu sagen, Nahtoderfahrungen sind immer Erlebnisse vor der Grenze des Todes, sozusagen am äußersten Rand des Lebens, nah am Tod. Jenseits des Todes waren die Betreffenden nicht, sonst hätten sie nicht zurückgeholt werden können. Ein Beweis fürs Jenseits sind solche Erfahrungen in extremer Todesnähe nicht. Auf der entgegengesetzten Seite sagen Materialisten, Nahtoderfahrungen seien einfach nur Fehlfunktionen des sterbenden Gehirns. Wirklich? Ich möchte die Phänomene ebenso ernst nehmen wie den Blickwinkel der Wissenschaft. Die Frage, die mich leitet, lautet, gibt es bei Erfahrungen in Todesnähe empirisch nachprüfbare Sachverhalte, die dafür sprechen, dass wir mit einem vom Gehirn ablösbaren und unabhängigen Bewusstsein rechnen müssen, mit einem vom Gehirn ablösbaren Personensein? Ich frage also nach empirisch überprüfbaren Sachverhalten. Sehen wir genauer zu. Berichte von seit 1977 sogenannten Nahtoderfahrungen gibt es seit Jahrtausenden. Schon im babylonischen Gilgamesch-Epos im 17. Jahrhundert vor Christus, in Indien, bei Platon, im Mittelalter, in der Neuzeit. Heute mehren sich solche Berichte aufgrund der zunehmenden medizinischen Fähigkeit zur Reanimation Bewusstloser. Derartige Extremerlebnisse sind gar nicht so selten. Nach seriösen Schätzungen machen etwa 4% der Menschen solche Extremerfahrungen, und zwar quer durch alle Kulturen, durch alle Altersstufen und durch alle Weltanschauungen. Nicht nur religiös Interessierte, auch Atheisten. Etwa 4% der Menschen haben solche Erfahrungen. Vielleicht sind jetzt auch einige am Bildschirm. Jede Nahtoderfahrung verläuft individuell und sie wird auch individuell gedeutet. Doch bei aller unterschiedlichen Deutung
gibt es einige universelle Kernelemente, die innerhalb ganz weniger Minuten durcherlebt werden, meist nicht alle zusammen. Ich nenne diese universellen Kernelemente bei Nahtoderfahrungen in der Reihenfolge ihrer Häufigkeit. Erstens, bei mehr als der Hälfte der Nahtoderfahrungen tiefe Gefühle von Friede und Glück. Aller Schmerz ist verschwunden, obwohl doch der Körper voller Schmerz war. Zweitens, bei etwa einem Viertel außer Körpererlebnisse, man hat den eigenen Körper verlassen, schwebt über dem Körper, nimmt ihn von oben her sehr klar wahr, dazu auch seine Umgebung, andere Personen, Dinge und Vorgänge, dazu gleich mehr. Drittens, bei etwa einem Drittel Tunnel- und Lichterlebnis, man bewegt sich sogartig durch einen dunklen Tunnel und an dessen Ende begegnet man einem unbeschreiblichen Licht und einer nie geahnten Liebe. Nebenbei, 1 bis 2% der Nahtoderfahrenden kommen nicht über den dunklen Tunnel hinaus, weil die Nahtoderfahrung abbricht. Dann wird sie als furchteinflößend erlebt, als höllenartig. Viertens, etwa ein Drittel begegnet in der anderen Dimension auch Verstorbenen, verstorbenen Angehörigen, auch unbekannten oder religiös bedeutsamen Gestalten und kann mit ihnen mühelos geistig kommunizieren. Fünftens, seltener erlebt man auch eine dicht gedrängte Lebensrückschau, bei der man Handlungen des vergangenen Lebens im Nu durchläuft und die Konsequenzen, die diese Handlungen für andere hatten, jetzt selber spürt. Sechstens, noch seltener nimmt man eine Grenze wahr, vor der man aufgehalten wird. Zum Beispiel sagt einem ein Verstorbener, wenn du diese Grenze überschreitest, gibt es kein Zurück mehr ins Erdenleben. Da aber hast du noch eine Aufgabe. Und schließlich erlebt man bisweilen, wie man aufgrund der Reanimation ruckartig in den schmerzvollen Körper zurückkehrt, und man möchte das gar nicht. Warum lasst ihr mich nicht gehen, sagte ein Freund von mir. Oft hat man lebenslang Heimweh nach dem erfahrenen Licht und Glück. Und man lebt künftig anders. Materielles, Äußerlichkeiten werden unwichtig. Mitfühlen, Einsatz für andere wird wichtig. Die meisten Berichtenden sagen, ihre Erfahrungen seien viel klarer gewesen als alles andere in ihrem Leben. Aber man könne das Erfahrene nicht beschreiben, es gab dafür keine Worte. Mühsam versuchen sie hinterher, von der eigentlich unbeschreiblichen Erfahrung zu sprechen, mit Deutungen aus ihrer individuellen, kulturellen, religiösen Biografie. Sehr viele zurückgeholte Menschen schweigen oft jahrelang von ihrer Nahtoderfahrung, weil die Umgebung, Ärzte, Helfer, Partner, Angehörige, Freunde, verständnislos reagiert, und damit die ohnehin vorhandene eigene Irritation verstärkt. Mit mir stimmt etwas nicht. Bis der Betroffene merkt, dass er mit seinen Erfahrungen nicht allein steht, diese mit anderen teilen kann, sich ernst genommen fühlt. Heute gibt es vielerlei Bücher mit Berichten aus der Retrospektive, wo Betroffene Jahre später über ihre Nahtoderfahrung sprechen oder schreiben, sodass die Behauptungen nicht überprüft werden können und man falsche Erinnerungen, fantasievolles Erzählen, Einbildung nicht ausschließen kann. Manche fantastischen Schilderungen stimmen da einfach skeptisch. Wissenschaftlich von Interesse sind deshalb nur prospektive Studien, bei denen Patienten mit Herzstillstand unter genau kontrollierten Bedingungen wiederbelebt und dann nach einem vorgegebenen Protokoll über außergewöhnliche Erlebnisse während der Koma-Phase befragt wurden. Die Daten vor, während und nach der Reanimation werden exakt erfasst, sodass die Behauptungen überprüft werden können. Es gibt mehrere solche prospektive Studien, zwei englische, eine amerikanische, eine japanische. Die wichtigste aber stammt von dem niederländischen Kardiologen Pim van Lommel, eine Langzeitstudie, die er zusammen mit Kollegen auf den Intensivstationen von 10 niederländischen Kliniken durchgeführt hat, nachdem er selbst solche Nahtoderfahrungen jahrelang für Humbug gehalten hat. Dazu kommt neuerdings 2015 noch die in 15 Kliniken der USA, Englands und Österreichs durchgeführte AWARE-Studie.
All diese prospektiven Studien zeigen, viele Patienten hatten genau während der Zeit, wo sie klinisch tot waren, das heißt durch kurzzeitigen Herzstillstand und Ausfall der Blutversorgung des Gehirns, bewusstlos waren. Da hatten sie ein außerordentlich klares Bewusstsein und ungewöhnlich klare Wahrnehmungen. Wieso etwas möglich ist? Bei Bewusstlosigkeit, bewusste Erlebnisse und klare Erinnerungen daran, das blieb unklar. So folgerten alle an den Studien Beteiligten die bisher allgemein anerkannte, aber nie bewiesene These, dass das Bewusstsein im Gehirn lokalisiert sei und allein Produkt des Gehirns sei, müsse zur Diskussion gestellt werden. Eine Provokation für jedes materialistische Menschenbild. Erfahrungsgemäß gab es heftige Reaktionen. Denn natürlich versuchen Naturwissenschaftler Nahtoderfahrungen naturwissenschaftlich zu erklären. Das ist ihr Recht und ihre Pflicht. Sie versuchen zum Beispiel Nahtoderfahrungen zu erklären durch Sauerstoffmangel oder durch eine Restaktivität des Gehirns oder das Gehirn stoße in Stresssituationen Substanzen wie Endorphine aus, die Schmerzen stillen und Glücksgefühle verursachen. Aber um nur dies anzudeuten, Endorphine lösen gerade keine Nahtoderfahrung aus, denn die Wirkung von Endorphinen dauert länger an und lässt nur langsam nach, wogegen die Nahtoderfahrung abrupt endet und der Schmerz mit der Reanimation sofort zurückkehrt. Und so weiter und so weiter. All diese medizinisch-biologischen Erklärungen stoßen an Grenzen. Nahtoderfahrungen können dadurch nicht erklärt werden. Das zeigen gründliche Untersuchungen. Ich kann hier heute Abend offen lassen, wie weit naturwissenschaftliche Erklärungsversuche im Einzelnen tragen. Ich lasse deshalb jetzt vieles beiseite, was sich nicht empirisch nachprüfen lässt und wo man Zweifel haben kann, und richte den Blick nur auf einen einzigen Sachverhalt, der empirisch-wissenschaftlich exakt überprüfbar ist und zugleich die Wissenschaft vor Rätsel stellt. Manche Betroffenen kehren nach ihrer Reanimation aus der Komaphase zurück und wissen Dinge, die sich während ihrer Komaphase in der äußeren Realität nachweisbar abgespielt haben, die sie aber eigentlich gar nicht wissen können. Sie berichten nicht nur, wie sie plötzlich ihren materiellen Körper verließen und diesen von oben auf dem OP-Tisch liegen sahen, sondern auch, dass sie klar sahen und hörten, was die Ärzte und Helfer taten und sagten, und dies, obwohl ihre Augen abgedeckt waren, in ihren Ohren klickende Apparate steckten oder sie gar von Geburt an blind oder taub waren. Die Patienten konnten im Detail wiedergeben, was Ärzte und Schwestern getan und geredet hatten, bis hin zu spaßigen Nebenbemerkungen. Sie konnten ihnen vorher unbekannte Geräte, Räume, Personen genau beschreiben. Die Details ließen sich nachprüfen und erwiesen sich als korrekt. Nur zwei Beispiele für viele. Ein Pfleger berichtet: Während der Nachtschicht liefert der Rettungswagen einen 44 Jahre alten, bereits bläulich-violett verfärbten, komatösen Mann auf der kardiologischen Station an. Als ich, der Pfleger, die Beatmung übernehme und den Patienten intubieren will, fällt mir auf, dass er noch ein künstliches Gebiss trägt. Vor der Intubation entferne ich den oberen Teil der Prothese und lege sie auf den Instrumentenwagen. In der Zwischenzeit setzen wir die Maßnahmen zur erweiterten Reanimation fort. Eine Woche später, bei der Medikamentenausgabe, begegne ich dem Patienten wieder. Als er mich sieht, sagt er: Oh, dieser Pfleger weiß, wo mein Gebiss liegt. Ich bin ganz überrascht, doch er erklärt mir: Ja, Sie waren doch dabei, als ich ins Krankenhaus kam, und haben mir das Gebiss aus dem Mund genommen und es auf einen Wagen gelegt, auf dem alle möglichen Flaschen standen. Er hatte so eine ausziehbare Schublade und in die haben Sie meine Zähne gelegt. Das erstaunte mich vor allem deshalb, weil sich dies alles zu einer Zeit abgespielt hatte, als der Patient in tiefem Koma lag und gerade reanimiert wurde. Weitere Nachfragen ergaben, dass er damals selbst sehen konnte, wie er auf dem Bett lag, und dass er von oben auf die Pflegekräfte und Ärzte herabsah, die ihn mit aller Kraft zu reanimieren versuchten. Er konnte auch den kleinen Raum, in dem er wiederbelebt wurde, und das Aussehen der Anwesenden korrekt und genau beschreiben. Ein zweites Beispiel.
die von Geburt an blinde 22-jährige Vicky, die nie auch nur das geringste visuell gesehen hatte. Nach einem schweren Autounfall sah sie blitzartig von oben das beschädigte Auto und konnte es ja nach genau beschreiben. Sie sah im Krankenhaus unter anderem auch einen Körper auf einer Krankenbahre liegen. Und erst als sie ihren besonders geformten Ehering erkannte, begriff sie, dass es ihr eigener Körper war, den sie nur vom Tastgefühl her kannte. Und als sie sich durch die Decke bewegte, sah sie von oben auch noch das Krankenhausdach und den Park mit seinen Bäumen. Mit dem Ende ihrer Nahtoderfahrung war ihre Fähigkeit zu sehen wieder weg. Die Beobachtungen der von Geburt an blinden Vicky können unmöglich das Produkt sinnlicher Wahrnehmung sein. Und sie können auch nicht ihrer Fantasie entspringen, denn ihre Beschreibungen ließen sich exakt nachprüfen. Halluzinationen, Trugbilder, Fehlinterpretationen der Wirklichkeit scheiden aus, weil das, was wahrgenommen wurde, sich nachprüfbar tatsächlich in der äußeren Realität ereignet hat. Vieles an Nahtoderfahrungen und Außerkörpererfahrungen könnte ja Einbildung sein, ist nicht empirisch überprüfbar. Hier aber liegt keine Einbildung vor. Es ist empirisch exakt überprüfbar. Der entscheidende Punkt: Die Betroffenen wissen Dinge, die empirisch nachweisbar zutrafen, die sie aber nicht durch sinnliche Wahrnehmung wissen konnten. Es handelt sich um exakt überprüfbare, bis ins Detail verifizierbare Wahrnehmungen von außersubjektiver Realität, die sie nicht mit ihren physischen Sinnen wahrgenommen haben können. Durch diesen Sachverhalt wird die materialistische Ansicht in Frage gestellt, dass Wahrnehmung, Bewusstsein, Personsein unlöslich an den funktionierenden Körper und sein Gehirn gebunden seien. Und wenn das Gehirn erlösche, erlösche auch die Person. Nein, es spricht einiges dafür, dass es ein Wahrnehmungssystem gibt, ein Bewusstsein, das ablösbar ist vom hirnbasierten Bewusstsein und vom Körper mit seinen Sinnen, ein bewusstes Personsein, das unabhängig vom Körper existieren kann. Wir haben begründeten Anlass, mit einem Bewusstseinssubjekt zu rechnen, das auch dann existieren kann, wenn das hirnbasierte Bewusstsein und die körperlichen Sinne ausfallen. Es wird also so etwas wie ein Personenkern oder eine Seele begründet denkbar. Denkbar, ja wahrscheinlich, wird so etwas wie ein vom materiellen Körper und Gehirn unabhängiges Bewusstsein und Personsein, das die Identität der Person in solchen Außerkörpererfahrungen gewährleistet und wer weiß, vielleicht auch über den Tod hinaus. Genau dieser Identitätsträger, die Person, der Personenkern, Seele oder wie immer man das nennen will, müsste ja über den Tod hinaus erhalten bleiben und in eine andere transzendente göttliche Dimension eingehen, wenn es ein postmortales Leben der individuellen Person geben soll, die einmal gelebt hat. Eine Fußnote. Der empirisch überprüfbare Kern an manchen Außerkörpererfahrungen, von dem ich sprach, legt nahe, auch anderen Elementen bei Nahtoderfahrungen, die nicht überprüfbar sind, Beachtung zu schenken und sie mit Behutsamkeit zu bedenken. Elemente wie Erfahrung eines unbeschreiblichen Lichtes, bergender Liebe, letztgültiger, göttlicher Wirklichkeit, Begegnung mit Verstorbenen und so weiter. Solche Erlebnisse könnten ja Fingerzeige sein, Gleichnisse für etwas, das unsere begrenzte Wirklichkeitssicht übersteigt und den Tod übersteigt. Ein Vorschein, vielleicht eine Randberührung mit diesem anderen. Für unseren Zusammenhang interessant ist noch Folgendes. Etwa die Hälfte der Betroffenen berichtet, dass sie während ihrer Außerkörpererfahrung sich selbst in einem andersartigen, schwerelosen Körper empfanden. Wieder zwei Beispiele. Ein Berufsoffizier, studierter Bauingenieur, sehr trocken und nüchtern, der mit 43 Jahren bei einem Eingriff am Herzen zweimal einen Herzstillstand hatte, berichtet,
dass er seinen Körper wie einen lästigen Mantel abgelegt hat. Dabei war ich aber nicht körperlos, sondern hatte einen anderen, leichteren, geistigen Körper, ohne die Schwere des irdischen Körpers. Es handelt sich um Alois Servati, der das Netzwerk Nahtoderfahrung e.V. mitbegründet und lange geleitet hat. Oder Sabine Mehne in ihrem Buch Licht ohne Schatten, Leben mit einer Nahtoderfahrung 2013, sagt von ihrer Nahtoderfahrung: Ich steige aus dieser kranken Hülle, lege sie ab, wie eine Jacke, die ich nicht mehr brauche. Hinauskatapultiert in eine andere Dimension. Eigentlich ist es eine Kraft, die mich anzieht, die mich holt, die mir hilft. Erstaunt bin ich, dass ich mich in einem anderen, in einem Zwischenkörper fühle, in einem so watteähnlichen, hellen, fließenden Körper. Das sind tastende Versuche, anzudeuten, etwas ganz Unbeschreibliches. Der Kardiologe Pin van Lommel fasst eine Vielzahl solcher Berichte so zusammen, ich zitiere: Man empfindet den neuen, schwerelosen Körper als einen spirituellen bzw. immateriellen Körper, der ohne Widerstand durch feste Strukturen wie Mauern oder Türen oder Decken hindurchgehen kann. Es besteht keine Möglichkeit, mit den Anwesenden zu kommunizieren oder sie zu berühren. Und obwohl man selbst alles sieht und hört, wird man zum eigenen Erstaunen von niemandem bemerkt. Man erlebt in diesem Moment, dass man nur an jemanden denken muss, um sofort bei ihm zu sein. So van Lommel. Kaum auszudenken, wenn das auch für unsere Verstorbenen gelte. Was könnten die Betroffenen meinen mit dem andersartigen, schwerelosen, immateriellen Körper oder besser mit dem andersartigen, immateriellen Leib? Meinen sie damit, dass sie sich nicht als in sich eingeschlossene, beziehungslose Monaden erfuhren, nicht als nackte, flatternde Seele, sondern dass sie sich selber spürten und Beziehungen zu anderen hatten, dass sie einerseits aus einer anderen Dimension heraus ohne Mühe sich zu Menschen in der materiellen Welt hinbegeben konnte und diese samt ihrer Umwelt mit ungewohnter Klarheit wahrnehmen konnte, allerdings ohne von ihnen wahrgenommen zu werden, ohne sie berühren, mit ihnen kommunizieren oder in Weltzusammenhänge aktiv eingreifen zu können. Und dass sie darüber hinaus andererseits auch noch in der anderen Dimension Verstorbenen begegneten, von ihnen wiedererkannt wurden, mit ihnen durch Gedankenkraft kommunizieren konnten. Ist das mit immateriellem Leib gemeint? Aus dem bisher Gesagten ergeben sich vor allem zwei Fragen. Die eine: Was meint Körper, Leib und Seele? Die andere: Was bedeutet andere Dimension? Zunächst und dritter Teil: Was könnte mit Körper, Leib und Seele gemeint sein? Die Begriffe sind ja mehrdeutig. Alles hängt davon ab, wie sie inhaltlich bestimmt werden, welche Phänomene, Merkmale, Erfahrungen diese Begriffe anpeilen oder abdecken sollen. Ich übergehe jetzt, was große Denker dazu sagen. Ich will nur bemerken, die deutsche Sprache kann zwischen Körper und Leib unterscheiden. Und die Philosophie, die Phänomenologie, unterscheidet reflektiert zwischen Körper und Leib. Sie sagt, der eigene Leib ist das, was ich unmittelbar von innen her empfinde und spüre. Erst mit der Ausbildung des intentionalen Bewusstseins, also des Wahrnehmens von etwas, entsteht aus dem unmittelbar empfundenen eigenen Leib die Vorstellung eines objektiven Körpers, auf den man zum Beispiel auch kritisch gucken kann. Einen materiellen Körper habe ich, aber im Leib bin ich. Im Leib empfinde ich mich, spüre ich mich von innen her und kann ich zu anderen Beziehungen haben. Und der Leib des anderen? In der ursprünglichen Lebenseinstellung, wenn wir einander begegnen, taxieren wir doch nicht den Körper des anderen, stellen ihn nicht auf die Waage, messen nicht sein Körpergewicht oder seine Körpergröße. In der ursprünglichen Lebenseinstellung erfahren wir vielmehr den Leib des anderen. Und der ist schon mehr als ein materielles Ding. Der Leib des anderen ist voller Bedeutung. Ausdruck des Innern, der Person, ihres unverwechselbaren Wesens, Medium der Beziehung und des Wiedererkennens.
Erst wenn wir von dieser bedeutungsvollen Ganzheit Leib abstrahieren, erhalten wir den bloßen materiellen Körper. Ein Abstraktionsprodukt, sagte der Philosoph Edmund Husserl. Körper und Leib sind also nicht einfach dasselbe. Gewiss, normalerweise kennen wir nur einen Leib, der zugleich organisch körperlich verfasst ist, also verklammert ist mit einem materiellen Körper und seinen Bedürfnissen und Begrenzungen. Doch Out-of-Body-Erfahrungen deuten, wie gesagt, auf einen vom materiellen Körper ablösbaren Identitätsträger, Personenkern hin, der nicht isoliert, nicht bezugslos ist, keine nackte Seele und fensterlose Monade, außer Körpererfahrungen deuten auf einen Personenkern, eine Person, Seele, die sich selber empfinden, spüren kann und die andere samt ihrer Umwelt wahrnehmen kann, sich mühelos zu ihnen hinbewegen kann, ohne von ihnen bemerkt zu werden und so weiter. Solche Erfahrungen sind es, die Betroffene mit dem Ausdruck andersartiger, schwereloser, immaterieller Körper oder besser Leib verbinden. Seele, Person, Personenkern, Ich gibt es nie ohne sich spüren und Bezug zu anderen. Mit anderen Worten, Seele, Person, Ich gibt es nie ohne irgendeine Art von Leib. Ernst Hofmann hat in seinem Buch Unser jenseitiger Leib Zeugnisse aus der christlichen Geschichte gesammelt, die zu überlegen geben, ob der Mensch nicht von Anfang seines Lebens an außer seinem empirischen äußeren Körperleib auch eine innere Leiblichkeit hat und ist. Seine wahre Person, sein eigentliches Selbst, das schon während des irdischen Lebens da ist, vielleicht unterdrückt wird oder aber wächst im Maße für anderen Gott sich öffnet, stärker wird, reifer wird, um dann im Tod in die Dimension Gottes einzugehen und vollendet zu werden. Und in Nahtoderfahrungen trete diese innere Leiblichkeit, die wahre Person, das eigentliche Selbst schon hervor. Etwas Ähnliches meinte Paulus, wenn er zwischen unserem äußeren Körperleib und unserem inneren Menschen unterschied und von pneumatischen Leib sprach, von dem Leib, dessen Beziehungen vom Pneuma Gottes und Christi geprägt sind. Das sei jetzt nur angedeutet. Zurück zu unserem Zusammenhang. Im jetzigen Leben, in dieser materiellen Welt, realisiert sich die Person in einem materiell-biologischen Körper, der im Tod endgültig zusammenbricht und dann zerfällt, von dem sich aber die Person schon vor dem Tod in Außerkörpererfahrungen vorübergehend ablösen kann, sodass sie sich ohne materiellen Körper in ihrer andersartigen inneren Leibhaftigkeit empfindet, das heißt in ihrem wahren Selbst und ihrem unverlierbaren, tief inneren Bezogensein auf andere. Im Tod geschehe dann die Transformation, der Übergang der Person von der erdenschweren, materiell-körperlichen, vergänglichen Realisierungsform in die transzendente Dimension und damit in eine andere, unvergängliche Realisierungsform, die uns jetzt entzogen ist. Und Nahtoderfahrungen, Außerkörpererfahrungen, könnten ein Vorschein davon sein, eine Vorahnung, ein Fingerzeig, vielleicht eine Randberührung mit diesem anderen. Wir müssen also unterscheiden zwischen materiellem Körper, der im Tod zerfällt, und einer mit der Person gegebenen Leiblichkeit als sich spüren und bezogen sein auf andere und eben diese Person mit all ihren lebensgeschichtlichen Bezügen wird von Gott vollendet. Leibhaftige Auferstehung. Die andere Frage, und vierter Teil, eine ganz andere transzendente Dimension und Wirklichkeit. Was könnte das bedeuten? Und gibt es davon Erfahrungen? Normalerweise nehmen wir ja vier physikalische Dimensionen an. Drei Raumdimensionen plus die Zeitdimension. Und Superstring-Theoretiker nehmen in ihrer physikalischen Theorie 11 oder noch mehr physikalische Dimensionen an. Doch bei der hier gemeinten transzendenten Dimension geht es nicht
um eine zusätzliche fünfte oder zwölfte physikalische Dimension, sondern um eine allen physikalischen Dimensionen gegenüber radikal transzendente Dimension und Wirklichkeit. Eine unsere physikalische Welt absolut übersteigende, qualitativ total andere Dimension und umfassendere Wirklichkeit, die in allem Verborgen präsent ist, also kein vom Diesseits getrenntes Jenseits hinter der Welt, keine Hinterwelt, sondern eine Dimension und Wirklichkeit, die mitten in unserem Leben jenseitig ist, könnte man mit Dietrich Bonhoeffer sagen. Christen sagen, Vater unser im Himmel. Englisch heißt es präziser, Our Father in Heaven, nicht in Sky. Heaven meint diese ganz andere Dimension, die überall da ist, auch jetzt bei Ihnen und bei mir. Also nicht bloß da oben im Sky-Himmel, da aber auch. Eine allgegenwärtige Dimension und Wirklichkeit, die wir mit dem Wort Gott meinen. Und Buddhisten meinen sie mit dem Wort Nirvana. Überall ist er und nirgends, heißt es in einem Lied. Überall ist er, aber nirgends so, dass man an ihn stößt wie an einen Gegenstand. Deswegen denken viele, es gebe Gott diese andere Dimension und Wirklichkeit gar nicht. Dagegen hat der Philosoph Ludwig Wittgenstein notiert, an einen Gott glauben heißt sehen, dass es mit den Tatsachen der Welt noch nicht abgetan ist. An einen Gott glauben heißt sehen, dass die Welt einen Sinn hat. Wer an Gott glaubt, will nicht Tatsachen der Welt erklären, will nicht Ursache-Wirkungszusammenhänge erklären, nicht Unglücke oder Glücksfälle. Wer nach Gott fragt, der fragt auch nicht, wie die Physik zurück nach einer ersten Ursache auf der empirisch-physikalischen Ebene. Er fragt nicht nach dem ersten Glied einer Kette von Ursachen, sondern er fragt nach dem Grund der ganzen Kette, also nach dem, was die Kette als Ganze begründet und trägt, und zwar in jedem ihrer Zustände, ob vor oder nach dem Urknall. Wer nach Gott fragt, fragt nach dem alles tragenden Urgrund, also nach einer fundierenden, allem Welthaften gegenüber transzendenten Dimension und Wirklichkeit. Reflektiert und recht verstanden meint das Wort Gott das unergründliche Geheimnis am Grund unseres Lebens und aller Welten. Das grenzenlose Geheimnis, das uns von allen Seiten umgibt. In ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir. Das grenzenlose Geheimnis, das allen Dingen zutiefst innewohnt, immanent ist und das sie zugleich unendlich übersteigt, transzendiert. Das Geheimnis, das uns und alles zu innerst trägt, das allem Sein, Kraft und Eigenaktivität gibt, das alles in seine Eigendynamik freilässt. Ein die Welt tragender Urgrund, der nicht willkürlich in die Welt eingreift, sondern auf diskrete Weise da ist, als Raum ihres Seinkönnens. Gott ist da und die Welt nimmt ihren Lauf. Gott ist es, der sie trägt, der sie auch erträgt, an ihr leidet, auf sie hofft, sie lockt und der dort aufscheint, wo es zum Aus sich herausgehen auf andere zukommt, wo Menschen für den Grenzenlosen sich öffnen und deswegen auch grenzenlos offen sind für andere. In der Inspiration zum Guten könnte der Atem seiner Gegenwart zu spüren sein. Kein kalter Urgrund also, den es nicht berührt, was da in der Welt läuft. Vielmehr Agape-Liebe, sagt das Neue Testament. Das heißt eine eindeutig bejahende Größe, die in den positiven Dynamiken am Werk ist, im Antrieb zum Guten und auf Gutes hinaus will. Die letzte Urkraft, Liebe. Davon wissen Nahtoderfahrene, davon wissen die Weisen aller Religionen, die indische Bhagavad Gita, islamische Sufis wie Rumi,
die Propheten Israels und dann besonders dieser Jude, Jeschua aus Nazareth, der die grenzenlose Liebe zum Vater hat, zur Mutter und deshalb grenzenlos liebt, der Gott Raum gibt in sich, ganz von Gott her lebt, in Resonanz zu Gott und Gott nahe bringt als die Güte, die für alle entschieden ist, die niemanden ausschließt oder fallen lässt, sondern alle sucht und retten will. Nahtoderfahrene fühlten sich umflossen und durchströmt von einem nicht zu beschreibenden Licht, von einer unvorstellbaren Liebe ohne Wenn und Aber und wussten sofort, dass das nicht einfach nur ein Licht war, sondern dass es lebt, ein unendlich lebendes Wesen. Ich zitiere, nicht in Begriffe zu fassen, auch nicht in den Begriff Person, denn der würde es ja begrenzen. Ja, genau, dieser Urgrund Gott, unbedingtes liebendes Leben. Keine Person, so wie wir endliche gegen andere abgegrenzte Personen sind, aber auch nicht weniger als Person, nicht unterpersonal, eher überpersonal, surpersonell, sagte Teilhard de Chardin, Metaperson, sagte Paul Tillich, Überperson, welche die Qualität des Personalen längst in sich hat, Intelligenz, Selbstbewusstsein, Wille, Beziehung, welche also in sich selbst beziehungsreich ist. Dreieinig, können Christen sagen. Ein unfassliches Ich bin da, wie bei Mose am brennenden Dornbusch. Ein Ich bin da, das uns in allem erwartet, uns Zeichen geben kann, das Adressat unseres Klagens oder Dankens sein kann und Grund einer kühnen Hoffnung für alle. Der hebräische Gottesname Yahweh bedeutet nach der biblischen Deutung, ich bin da. Ich bin da bei euch und für euch. Dichteste Gegenwärtigkeit. Diese andere Dimension und Wirklichkeit. Yahweh, Gott ist einfach da. Gott ist nirgendwo nicht. Und beten, hat der jüdische Philosoph Martin Buber gesagt, sei der Versuch, dieser Gegenwart inne zu werden. Und alles in ihr zu schauen, die Welt, sich selbst, die anderen und sich dieser verborgenen Gegenwart öffnen. Fünfter und letzter Teil. Gibt es von dieser ganz anderen Dimension und Wirklichkeit noch andere Erfahrungen? Nahtoderfahrungen hatten weltweit etwa 4% der Menschen, sagten wir. Und sie deuten diese hinterher als Erfahrung einer anderen transzendenten Dimension, einer umfassenden, tieferen, grundlegenden, letztgültigen Wirklichkeit vollbergender Liebe, auch wenn sie dafür oft nicht das Wort Gott gebrauchen. Nur 4% der Menschen weltweit haben eine Nahtoderfahrung. Immerhin 4%. Gibt es noch andere Erfahrungen dieser transzendenten Dimensionen Wirklichkeit? Bei Nahtoderfahrungen spielen das Gehirn und die körperlichen Sinne keine Rolle, weil sie ausgefallen sind. Bei anderen Transzendenzerfahrungen mitten im Leben spielen das Gehirn und die Sinne sehr wohl eine Rolle. Unser menschliches Gehirn ist ja das komplexeste Organ im Universum, das wir kennen. Und es ist dieses hochkomplexe Gehirn, aufgrund dessen wir transzendierende Wesen sind und Transzendenzerfahrungen machen können. Wir Menschen können ja über alles hinausfragen, auch über Natur, Welt, Tod hinausfragen. Wir können alles Vorfindliche und Denkbare übersteigen, transzendieren. Wir können nach Sinn fragen, nach einem letzten Sinn. Unser Gehirn gibt das her. Wir haben auch die Möglichkeit, nach einer anderen Dimension zu fragen, intuitiv etwas zu ahnen, das alles übersteigt, seine Unendlichkeit und Gegenwart bewusst zu werden, vielleicht es auch zu spüren. Religion sei Sinn und Geschmack fürs Unendliche, hat Schleiermacher formuliert. Sind Transzendenzerfahrungen nur eine Illusion des Gehirns, Hirngespinste, oder geben sie einen Blick frei in die tiefen Dimension der Wirklichkeit, von der die Naturwissenschaften nur begrenzte Aspekte erfassen können?
Es gibt Menschen mit besonders tiefgehenden Erfahrungen der Gottesnähe. Es gibt Menschen mit besonders tiefgehenden Erfahrungen der Gottesnähe, wie die meisten sie so nicht erleben. Ich will nicht eingehen auf große Mystiker wie Rumi, Sundar Singh oder Teresa von Avila mit außerordentlichen Erlebnissen, Visionen und Ekstasen und so weiter. Darüber kann ein Außenstehender ohnehin nicht sprechen. Aber Teresas Anleitung zum inneren Beten ist einfach kostbar. Vielmehr bringe ich zwei andere Beispiele, Blaise Pascal und Mutter Teresa. Blaise Pascal, geboren 1623, war ein genialer Mathematiker und Physiker, schon mit 13 Jahren Erfinder der Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik, später Experimente zu Luftdruck und leerem Raum, Konstruktion einer Rechenmaschine und so weiter. Und Pascal war ein scharfsinniger Denker. Er hat in den endlosen Räumen des Weltalls, deren Schweigen ihn schaudern ließ, keine Hinweise auf Gott mehr gefunden und in der Natur nur zweideutige Zeichen. Zugleich gab ihm die Existenz des Menschen zu denken, der im Weltall nur ein Sandkorn ist, nur ein Schilfrohr, sagt er, aber ein Schilfrohr mit Geist, der sich überall hin versetzen kann. Der Mensch, sagt er, ist sich selbst das rätselhafteste Ding der Natur. Von Zweifeln geplagt, verharrte der 31-jährige Pascal am Montag, 23. November 1654, nachts in einer Pariser Kirche, 2 Stunden lang meditativ versunken, und da wird ihm eine Schlüsselerfahrung zuteil. Auf dem Zettel, den man 8 Jahre später nach seinem Tod in seinem Rock eingenäht fand, steht dazu: Seit ungefähr 22:30 abends bis ungefähr eine halbe Stunde nach Mitternacht, Feuer, groß geschrieben. Nur mit diesem Wort kann er seine Erfahrung ausdrücken. Feuer, weiter. Gott Abrahams, Gott Isaaks, Gott Jakobs, nicht der Philosophen und Gelehrten. Gewissheit, Gewissheit, Empfinden, Freude, Friede, Gott Jesu Christi. Dies ist das wahre Leben, das ich dich erkenne. Vergessen der Welt und aller Dinge außer Gott, Größe der menschlichen Seele. Freude, 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 Tränen der Freude. Ich habe mich von ihm getrennt, bin vor ihm geflohen. Möge ich nie von ihm getrennt werden. Ich vergesse deine Worte nicht. Dazwischen immer wieder Sätze aus der Bibel. Pascal behielt dieses Memorial für sich, eingenäht in seinen Mantel. Und was sagt er denen, die keine so tiefgehende Erfahrung der Gegenwart Gottes haben? Ja, er argumentiert. Aber dann sagt er noch etwas anderes. Die Erfahrung der Gegenwart Gottes eröffnet sich nicht dem Esprit de Géométrie, der erfasse höchstens die Hälfte der Wirklichkeit, sondern die Erfahrung der Gegenwart Gottes eröffnet sich dem Esprit de Finesse, der auf feinere Frequenzen gestimmt ist, wo der Mensch sich von innen her aufschließt und dann bisweilen von diesem anderen berührt werden kann. Wörtlich sagt er, es ist das Herz, das Gott spürt, nicht die Raison. Das Herz hat seine Gründe, die die Raison nicht kennt. Es ist das Herz, das tiefst Innerste, das Gott spürt, nicht die Raison, nicht der argumentierende Verstand. Das Herz hat seine Gründe, die die Raison, der argumentierende Verstand, nicht kennt. Gründe, die es in einer tiefen Dimension menschlichen Erfahrens gibt. Deswegen konnte Pascal auch sagen, Atheismus ist Kennzeichen eines starken Geistes, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Und er sagt, man muss den Glauben im Gefühl verankern, im Herzen, nicht bloß im Kopf, sonst wird er immer schwankend sein. Zweites Beispiel. Mutter Teresa von Kalkutta. 1910 geboren in Skopje als Tochter albanisch-mazedonischer Eltern. Der Vater führte ein Architekturbüro. Mit 18 tritt sie in einen irischen Missionsorden ein, geht nach Kalkutta, unterrichtet Mädchen aus der bürgerlichen Oberschicht in einer High School, deren Leiterin sie schließlich wird. Doch hinter den Mauern der High School erstreckt sich ein riesiger Slum.
Das unbeschreibliche Elend erlebt sie wie ein Trauma, das ihr keine Ruhe lässt. Mit 36 hat sie immer wieder einen bestimmten Gedanken, der sie nicht loslässt. Ich hörte den Ruf Jesu, alles aufzugeben und in den Slums den Ärmsten der Armen zu dienen. Ich musste das Kloster verlassen und den Armen helfen, indem ich unter ihnen lebte. Sie macht Kurse zu Hygiene und Krankenpflege, mietet mitten im Elendsviertel eine Hütte, bringt Kindern das Alphabet bei, kratzt mit einem Stecken die Buchstaben auf den Lehmboden, geht betteln, um den halbverhungerten Essen bringen zu können, pflegt Kranke. Vielleicht hätte sie trotz ihrer Energie nicht durchgehalten, wären da nicht junge Frauen gewesen, die sich ihr anschlossen. Ehemalige Schülerinnen zogen einen weißen Sari an. 1950 wird der neue Orden Missionarinnen der Nächstenliebe gegründet. Bald kamen auch Frauen aus Europa, USA, Afrika hinzu. Sie lernen einen Beruf, studieren Medizin oder Jura, um den Armen helfen zu können. Holen sie von der Straße in ihre Häuser. Umsorgen sie liebevoll, gerade auch Sterbende. Mutter Teresa ließ nie einen Zweifel daran, dass Liebe ein hartes Geschäft ist. Wir müssen geben, bis es wehtut, pflegte sie zu sagen. Nach ihrem Tod 1997 wurde durch ihre Tagebücher bekannt, dass auf die gefühlsmäßige Nähe zu Jesus und Gott, die sie früher empfand, Jahrzehnte der emotionalen Leere folgten. 35 Jahre lang war in ihrem Innern alles dunkel, taub, nicht die Spur einer Erfahrung von Gott. Der Platz Gottes in meiner Seele ist leer, in mir ist kein Gott. Einer, der sie 7 Jahre lang auf ihren Bettelreisen begleitet hat, schreibt, der spanische Mystiker Johannes von Kreuz soll 1,5 Jahre durch die dunkle Nacht der Seele gegangen sein. Bei Mutter Teresa waren es nicht 1,5, sondern 35 Jahre. Und nur wenige wussten, dass ihre nach außen strahlende Güte und Freude aus einem Herzen kam, das in ein qualvolles Dunkel gehüllt war. Trotzdem hat sie ihren unermüdlichen Einsatz durchgehalten, ist dem frühen Impuls treu geblieben, hat sich vertrauend fallen lassen in den Abgrund der göttlichen Liebe. Ich kann nichts tun, außer Gott Raum geben, sagte sie. Gott Raum geben. Etwas von Gottes Nähe erahnen. Vielleicht sogar spüren. Das kann so verschieden sein, wie die Menschen verschieden sind. Es können Momente im eigenen Leben sein, in der zwischenmenschlichen Liebe. Es kann in der Natur sein, unterm Sternenhimmel oder beim Sonnenuntergang am Meer werden Menschen oft ganz andächtig. Oder das Strahlen auf einem Menschenantlitz. Es können Erfahrungen beim Einsatz für andere sein, Erfahrungen in einer lebendigen Gemeinde, beim aufmerksamen Hören des Evangeliums, bei der Eucharistiefeier, beim Meditieren und intensiven inneren Beten, bei Musik, Orgel, Flöte und so weiter, bei berührender, ergreifender, erhebender Musik und so weiter und so weiter. Sehr unterschiedliche Momente, wo man etwas vom Unendlichen empfinden kann und von Nähe Gottes. Aber oft spürt man eben nichts. Wie heißt es bei Kurt Marti? Manchmal spüren wir Gottes Liebe, manchmal spüren wir nichts. Bewahre uns, Herr, wenn die Zweifel kommen. Sie kennen das Rainerwort. Der Fromme von morgen wird ein Mystiker sein. Einer, der etwas erfahren hat. Oder er wird nicht mehr sein. Der Fromme von morgen wird ein Mystiker sein, einer, der etwas erfahren hat von der Sache, oder er wird nicht mehr sein. Dabei dachte Rainer nicht an Mystiker im engeren Sinn, denen außergewöhnliche Erlebnisse zuteil wurde. Er dachte an Mystik im weiteren Sinn, an Mystik im Alltag, die sich der Gegenwart Gottes bewusst machen, sich bewusst öffnen für Gott, eine Beziehung zu ihm suchen, Gott Raum geben, seiner Gegenwart bewusst sich machen. Die Jünger Jesu wachen früh morgens auf. Jesus ist verschwunden. Sie suchen ihn, finden ihn schließlich weiter weg an einem einsamen Ort, versunken in der Stille, dem ganz anderen sich öffnend, lauschend auf dieses Ich bin da,
zu dem Jesus vertrauensvoll Abba, Vater zu sagen wagt. Und dann wollen die Jünger auch so beten lernen. Sie merken, diese Beziehung fliegt einem nicht zu. Man muss sich um sie kümmern, sie pflegen, so wie jede Beziehung. Man kann nicht mit Gott leben in der Gegenwart Gottes, wenn man nicht immer wieder zwischendurch bewusst die Verbindung zu ihm sucht, den Anschluss an ihn. Aber auch Jesus hat sich am Kreuz von Gott verlassen gefühlt und warum schreiend sich nochmals in Gott hineinfallen lassen. Gott ist gegenwärtig, alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge, heißt es in einem Lied von Gerhard Tersteg. Gott ist gegenwärtig, alles in uns schweige. Still werden, leer werden, von all den Gedanken und Sorgen, das eigene zerstreute Sein sammeln, dem eigenen Atem lauschen und dem Atem Gottes in uns. Schweige und höre. Das Innere öffnen für das, was uns übersteigt, uns von allen Seiten umgibt, Psalm 139, und das auch in mir ist, mir innerlicher als mein Innerstes, wie Augustinus sagt. Es gibt viele starke Worte, besonders in der Bibel, die einladen, zu meditieren und dabei der Nähe Gottes sich bewusst zu werden, sie zu suchen. Schlüsselworte wie etwa Psalm 63, Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Jeremia 29, so ihr mich von ganzem Herzen suchet, so will ich mich finden lassen. Von Mendelssohn Bartholdy vertont im Oratorium Elias. Oder das moderne Lied, es ist ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir. Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du sie gibst. Oder der junge Augustinus bekennt nach jahrelangem Umherirren und Suchen, du hast uns auf dich hin erschaffen und ruhelos ist unser Herz, bis es seine Ruhe findet in dir, nicht erst im Tod, schon lange vorher. Paulus in Athen, Apostelgeschichte 17. Die Völker suchen Gott, ob sie ihn spüren und finden möchten, da er doch nicht fern ist einem jeden von uns, denn in ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir. Psalm 139, ob ich sitze oder stehe, so bist du um mich, von allen Seiten umgibst du mich. Psalm 23, der Herr, also Jahwe, ich bin da, ist mein Hirt. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Das können auch wir Normalos, die keinen großen mystischen Erfahrungen machen. Das können auch wir Normalos, den Inhalt solcher Worte in uns einlassen, ihn mitzuvollziehen versuchen, sich von Gott umgeben wissen. Gott ist da, um mich, in mir, bei mir, auch wenn ich nichts spüre, auch wenn mich der Zweifel überkommt. Bis man merkt, sich auf die Botschaft Jesu von Gott einlassen, das trägt. Es gibt dem Leben Halt und Sinn. Es ist keine Illusion. Der Fromme von morgen wird ein Mystiker sein, einer, der etwas erfahren hat von der Sache. Für Menschen mit Nahtod oder tiefen meditativ-mystischen Erfahrungen ist die andere Dimension und Wirklichkeit Gott nicht Illusion, sondern unerschütterlich gewiss. Ihre starken Erlebnisse haben für sie, so schreibt der Philosoph William James in seinem bedeutenden Werk Die Vielfalt religiöser Erfahrung, ihre starken Erlebnisse haben für sie lebensbestimmende Autorität. Sie verändern ihr Leben von Grund auf. Das rationale Bewusstsein, das allein auf dem Verstand und den Sinnen basiert, hat für sie nicht mehr die alleinige Autorität. Das rationale Bewusstsein ist nur eine Art des Bewusstseins. Und solche Menschen geben auch Außenstehenden zu denken, stoßen bei ihnen ein Fenster auf zu dieser anderen Dimension und Wirklichkeit, die uns irgendwann aufgehen kann. Wir Menschen haben eben sehr unterschiedliche Begabungen und sind aufeinander angewiesen. Nicht jeder macht weiterführende Entdeckungen. Nicht jeder kann trösten. Nicht jeder ist hellhörig für Erfahrungen, die anderen entgehen.
So ist auch nicht jeder Mensch begabt, Signale aus der Transzendenz zu empfangen, ist darauf fein gestimmt, hat eine Antenne dafür. Mancher hat seine Antenne einfach nicht ausgefahren. Vielleicht ist die Anlage ja da, aber zugedeckt, verschüttet. Wir sind aufeinander angewiesen. Ich fasse zusammen. Erstens, Menschen mit Nahtod und mit mystischen oder Erleuchtungserfahrungen wissen, dass es außer der sichtbaren und begreifbaren Welt eine unsichtbare, nicht messbare, immaterielle, transzendente, eher geistige Wirklichkeit gibt, nicht nur über unserer Welt, sondern verborgen auch in ihr. Sie nehmen das nicht nur an, sie wissen es, denn sie haben ihre Präsenz erlebt, haben sie als wirklicher erlebt, denn ihre normale Alltagsrealität. Sie haben keinen Zweifel daran, dass es eine Wirklichkeit über Materie und Tod hinaus gibt. Deswegen auch distanzieren sich Menschen, die zuvor Atheisten waren, nach ihrem Nahtoderlebnis vom Atheismus. Auch andere, die mit Gott nichts anfangen konnten, tun das. Etwa der Lebemann und Offizier Charles de Foucault, den die religiöse Praxis von Muslimen in Marokko nachdenklich machte, sodass er immer wieder dieses seltsame Gebet wiederholte: Mein Gott, wenn es dich gibt, lass mich dich erkennen. Und der dann schließlich zum kleinen Bruder aller wurde und im Mai heilig gesprochen werden soll. Oder der Dichter Paul Claudel, die jüdische Philosophin und Widerstandskämpferin Simone Weil, die Sozialarbeiterin Madeleine Delbrel. Sie alle hatten schließlich keinerlei Zweifel mehr. Es ist wahr, Gott existiert, er ist da, er liebt mich und er ruft mich, so Paul Claudel. Zweitens, manche denken, im Tod würden wir uns alle auflösen, wie halt die Wellen im endlosen Meer. Doch Nahtoderfahrene widersprechen dieser Vermutung von Auflösung. Denn Nahtoderfahrungen besagen, dass der Mensch auf dem Weg in den Tod zwar seinen materiellen Körper verliert, aber seine Identität, sein Selbst behält. Die im Leben gemachten Erfahrungen und Beziehungen gehen nicht verloren, sondern werden mitgenommen und sind weiter wirksam. Materie, Raum, Zeit spielen gewiss keine Rolle mehr, Personen und Beziehungen aber sehr wohl. Das kleine individuelle Ich wird nicht ausgelöscht. Wir sind alle ganz persönlich gemeint und wir alle miteinander, gemeinsam. Wie das sein kann über den Tod hinaus, wie Gott das schaffen soll, das Gottesreich, Milliarden von Menschen, und jeder geliebt und erlöst, das wissen wir nicht. Auch die Schurken und Schänder, fragen wir und denken. Ein Gericht ist doch notwendig, das Gerechtigkeit herstellt. Gerechtigkeit ja, sodass den Opfern wirklich Gutmachung zuteil wird und bei den Tätern wirklich radikale Wandlung geschieht. Denn nur wenn die Täter anders geworden sind, können ihre Opfer ihnen die Hand der Aussöhnung reichen. Ohne Gerechtigkeit keine Versöhnung. Ohne Versöhnung keine Erlösung. Wir wissen nicht, wie es Gott gelingt, alle zu gewinnen, sodass am Ende alles gut wird und Gott alles in allen sein wird, wie es bei Paulus heißt. Doch eines ist klar: Wer an Jesus festhält, kann sich mit weniger nicht zufrieden geben. Weniger nicht. Wer an Jesus und seinem Gott festhält, wird die für alle entschiedene Güte Gottes beim Wort nehmen und genau diese für alle entschiedene Güte über den Tod hinaus erhoffen. Du kannst nicht tiefer fallen als nur in Gottes Hand. Zum Schluss nochmal eine Nahtoderfahrung. Der Arzt und Neuropathologe George Rodonia, in der Sowjetunion als Atheist aufgewachsen. Wegen seiner regimefeindlichen Einstellung überfuhr ihn der Geheimdienst KGB mit einem Auto, erklärte ihn für tot, ließ ihn 3 Tage in einer Leichenhalle liegen. Doch als ein Arzt bei der geplanten Obduktion einen Schritt in seinen Unterleib setzte, erwachte er. Während der Zeit in Bewusstlosigkeit hatte er eine sehr intensive Nahtoderfahrung,
die er 1989 in die USA ausgewandert dem Harvard-Theologen Philip Berman schildert. Die Nahtoderfahrung begann mit einer großen Dunkelheit. In seiner Verwirrtheit fiel ihm der berühmte Satz von Descartes ein, cogito ergo sum, ich denke, also bin ich. Das gab ihm die Zuversicht, dass er noch existierte, wenn auch in einer völlig anderen Dimension. Daraufhin wandelte sich die Dunkelheit nach und nach in Helligkeit, in Licht und in eine alles verbindende Liebe. Gott übersteigt unser Fassungsvermögen, sagt er. Und jeder, der eine solche Gotteserfahrung gemacht hat, der eine so tiefe Verbundenheit zur Wirklichkeit gespürt hat, weiß, dass es im Leben nur eine einzige wirklich wichtige Aufgabe gibt. Und das ist die Liebe. Die Natur zu lieben, die Menschen zu lieben, die Tiere zu lieben, die Schöpfung als solche zu lieben, einfach weil es sie gibt. Gottes Schöpfung mit tätiger Warmherzigkeit, Großzügigkeit und Mitgefühl zu dienen, das ist die einzig sinnvolle Daseinsform. So George Odonia. Danke, dass Sie mir zugehört haben.